Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Norbert Vieh und wir sind hier wieder bei Spooky's House of Jumpscares. Yo, also wir sind jetzt in Raum 700. Yo. Und es bleiben nur noch 300 Räume übrig, bis wir hier, ja hier, Spooky's House abgeschlossen haben. Also jetzt könnt ihr euch auf die geballte letzte Action mit Norbert Vieh freuen. Yo. Das wird herzergreifend. So, das sieht aus hier wie bei, keine Ahnung, wie bei Hempels in der Badewanne oder sowas. Der war entspannt. Oh, es war dunkel. Das ist aber nicht nett. Ich höre seltsame Geräusche. Oh, nimm mal den Lieblingsräume. Rechts. Nein, links. Okay, geradeaus. Rechts. Komm schon. Links. Ah, scheiße, die waren da rechts. Ach, fucking nein. So, geradeaus, rechts, links. Geradeaus, rechts, geradeaus, links. Oh, yes, aber. Oh, yeah. Wart mal. Solche Räume sind immer seltsam. Hier sind Kisten. Oh, klickety-klack. Scheiße. Was? Scalito? Hallo. Ey, diese Räume sehen langsam seltsam aus. Hä? Wir sind hier in so einem American Diner? Taste the beef! Es ist der Norbert Burger! 100% Beef! Da, seht ihr es? Das ist ein Chicken! Moo! Nein, das ist eine Cow. Fun Rules. Yeah. Okay, Bies ist toll. Keine Schreie. Look, aber... What? Achso, das soll heißen wie Lookout for Snakes. Schau nach Schlangen. Kein Alkohol, kein Diving. Wir werden dich finden, okay. Das heißt also, das wird eine Menge Spaß sein. Was ist hier? Yes, it's locked. Hier drüben gibt es doch sicherlich irgendwas. Mal sehen, gehen wir erstmal auf Männertoilette. Broken. Frauentoilette. Klar, da können wir rein. Ich sehe es, hier ist Blut, locked. Hat wohl jemand Durchfall, ne? Hier glaube ich auch, so ein 2D-Sprite. Hier wieder, hier ist so ein geiler Spiegel, in dem wir uns nicht sehen können. Wir sehen, das ist immer so irgend so ein weißes Teil, okay. Man hat immer wieder was dazu. Hier waren wir noch nicht. Ne, von hier sind wir gekommen. Das heißt, wir müssen also wirklich da lang. Aber... Nein, hier können wir noch lang. So, hier wird es doch sicherlich irgendetwas geben. Ah, hier ist so ein Paper. Erstens, I was next to... ich war gespannt, hier den Job zu bekommen. Also, ich war als erstes... Ja. Achso, nee, ich war anfangs, als ich den Job bekommen habe, etwas nervös. Aber mittlerweile sind die Dinge besser für mich gelaufen. Diese Restaurantkette ist tatsächlich am expandieren, was für mich ein Schock ist, weil ich gehört habe, dass ich habe erst letzte Woche gehört, dass diese Firma erst bankrott gegangen ist. Everyday more and more. Es tauchen immer mehr und mehr Leute hier auf zum Essen. Something still sets me off. Etwas macht mich trotzdem nervös an diesem Platz oder an diesem Ort. Es ist möglicherweise das Essen. Ich versuche davon nichts zu essen. Okay. 100% Beef. Okay, zweitens. Heute war ein seltsamer Tag. Die Anzahl der Bestellungen ist um einiges angestiegen. Aber ich weiß noch nicht mal, wie viele Leute es waren. Heute sah ich jemanden, der den Drive verwendet hatte und hat eine Menge Essen für eine Person bestellt. Und dann 10 Minuten später waren sie wieder da. Also war er wieder da. Oder waren sie wieder da? Sie haben wieder dieselbe Menge an Mahlzeiten bestellt und dann sind sie wieder weggegangen. Und nach wieder 10 Minuten waren sie schon wieder da.
Vielleicht sind sie auch ein Essenslieferungsservice für eine Party oder ein Hotel. Aber irgendwie besorgt es mich aus irgendeinem Grund. Okay. Ist doch gut fürs Geschäft. Ich weiß ja nicht, was du hast. Lockt. Okay. Also wir merken hier schon, hier scheint etwas nicht so ganz in Ordnung zu laufen. Gut. Naja, okay, nicht gut, aber okay, okay. Dann gehen wir mal hier lang. Ach nee, ups. Hier lang. Locked. Scheiße, hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Okay. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Toiletten. Hier wird sicher... Ah, hier ist ein Zettel. Okay, drittens. Okay, heute habe ich meine Regel gebrochen. Entschuldigung. Hier war das irgendwie im Kopf ein bisschen kratzelig. Das Management. Was? The Management doesn't give out actual lunch breaks. Okay, das Management gibt keine richtigen Mittagspausen heraus. Also kann ich nirgendwo hingehen. Und sie erlauben es nicht. Achso, und sie werden kein Essen von draußen erlauben. Oh, ich meine, sie haben das letzte Mal, als ein Kunde sein eigenes Essen von draußen mitgebracht hat, ihn wirklich angeschrien. Egal, ich habe einen Burger gegessen. Er war nicht schlecht. Und ich fühle mich auch nicht krank. Vielleicht sollte ich ab und an jetzt doch welche essen. Ach ja, wir haben hier so eine geile Axt. Ich glaube, hier ist der Schlüssel. Ah. Okay, also die Person, die hier war, hat also doch ein paar Burger gegessen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns gleich hier richtig hart zusammenscheißen. Okay, wir können also doch nur in die andere Richtung gehen. Dann werden wir auch da hingehen. Hier können wir ja nicht lang. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder hier oder da, sicherlich. Oh nein. Eingang, Exit. Schuhe. Oh nein. Ach du Scheiße. Oh shit. Ich habe irgendwie so meine Sorgen mit diesem Teil. Hier ist ein Spiegel. Ey, irgendwas ist hier falsch. Na, kennt ihr hier diese geilen... Ist eine Kette. Okay. Dann schauen wir da mal nicht nach. Hier geht's raus. Oder? Ah, hier ist ein Schlüssel. Und jetzt hier bloß raus. Okay, wir sind hier raus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn wir da jetzt rausgehen, dass wir von irgendetwas gejagt werden. Oder? Oder? Hier ist wieder abgeschlossen, das heißt, es muss jetzt da drüben sein. Okay. Oh, hier ist eine Menge Kuhfleisch. Hier ist ein Schlüssel. Nein, hier ist nichts. Oh, 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 oh. Oh, fuck that shit! Lauf, Forrest, lauf! Okay, das ist sowas wie der Teufel oder sowas? Oh, verdammte Scheiße. Nein, wir sind noch von... Der wird uns verfolgen. Scheiße. Wow, 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 wow. Fuck, 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 fuck. Ah, scheiße, scheiße. Ich kann nicht weg. Da. Hey, nein. Nein! Ich bin tot, oder? Scheiß die Wand an. Oh, verdammte Scheiße, oder? Der hat uns gerade abgeschlachtet, der Bastard. Oder? Ich verstehe das jetzt nicht. Ich werde gleich wieder richtig harten Jumpscare bekommen, oder? I don't trust you. Hey Kollege, was geht ab? Hm? Also gar nicht, ich bin tot. Mit jedem Bissen. Mit Haut und Knochen. Ach ja, die können den Rest da selber lesen, mein Gott.